weil du eine beste Dienste vertreten wird, schwierig. Da vorne steht die Firma Steinhardt. Wir haben ein Buffet zusammengestellt aus Eigenmitteln. Das heißt, das haben Ehefrauen und sonst wo gekocht, gebacken und was weiß ich was alles. Also alles, was Sie hier sehen, ist da produziert worden. Und unser Sponsor, die Firma Steinhardt, hat eben ein besonderes Dessert heute hier. Man kann sich das nur erläutern lassen, was das eigentlich ist. Es gibt kostenloses Strom, habe ich mir erzählen lassen. Und wenn man begeistert ist, kann man dann auch zum Sonderpreis heute die eine oder andere Praline dazu erwarten. Wir danken der Firma Convivo, die nämlich Gläser, die Stehtische und sonstige Dinge zur Verfügung gestellt hat. Die Firma Polik ist mit Brötchen dabei. Der Fanshop, ganz wichtig, Stefan Scheib und seinem Team hat es wirklich geschafft, hier für heute Abend einen Fanshop einzurichten. Das ist natürlich nur eine Mini-Auswahl. Das ist ungefähr doppelt so viel wie der durchschnittliche Zirkelwiesland. Bei uns ist das eine Mini-Auswahl. Und deswegen finde ich sehr schön, dass Uwe Matthias von der Matthias-Galerie da ist, mit dem wir ja im Fanshop da auch sehr eng zusammenarbeiten. Auch das eine sehr schöne Geschichte. Und das, wo ich mich wirklich seit Wochen drauf freue, den Dank habe ich mir extra zum Schluss aufgehoben. Wir haben ja ganz viele Speisen heute Abend hier, Tomatencreme, Suppe, Zucchini-Creme, Suppe, Brokkolisalat, ich hoffe, ihr habt es jetzt richtig verhalten, wird natürlich von einer Wuppertaler Küchenmaschine hergestellt und wir haben drei Thermomix-Frauen heute da, unter anderem meine Frau dabei, deswegen macht mir das so Spaß. Also auch denen würde ich an der Stelle gerne schon mal ein herzliches Dankeschön. Da wir hauptsächlich Stehplätze haben, das wussten wir von vornherein, gibt es auch nur 16 Folien. Die meisten davon gehen wir ganz schnell durch. Es gibt vier Kernfolien, so möchte ich sie nennen. Da werden Sie gleich aber drauf kommen, nur dass Sie einfach schon mal grob wissen, was auf Sie zukommt. Und wir haben Folge Mitte. Das ist vielleicht ungewöhnlich, aber wir würden gerne Fragen wirklich erst ganz zum Schluss zulassen. Außer es geht um Verständnisfragen, es ist zu leise, einer von uns nuschelt oder was auch immer, dann natürlich sich sofort melden. Denn wir haben versucht, einen Spannungsbogen aufzubauen. Das heißt, wir werden zwischendurch schon ganz viele Dinge nennen, aber Fragen offen lassen. Und die werden mit den letzten beiden Folien beantwortet. Also insofern sind wir sehr gespannt, wie das bei Ihnen ankommt. Zurück zur Turnhalle. Wenn das alles so klappt, wie wir uns das wünschen, und wie wir gemeinsam mit Gebäudemanagement und anderen so besprochen haben, nochmal, dann kann diese Turnhalle, die heute jetzt wirklich kein Schmuckstück ist, aber genau ein solches wieder werden. Nochmal einen Blick zurück in dieser Turnhalle, auch das war ja kein Zufall, sondern das haben wir damals sehr bewusst gemacht, haben wir am 12. April 2013 die Initiative 2.0 vorgestellt. Also auch hier waren wir wieder sehr eng auf historischem Boden. Und auch der 24. Mai 2013 ist bei uns allen sehr in Erinnerung und wir wissen, wie damals die Stimmung war und was seitdem alles passiert ist. Jetzt die Frage, warum erzähle ich das eigentlich alles? Was soll das? Uns geht es darum, das wird heute Abend ganz oft vorkommen, es geht um Kontinuität. All die Dinge, die wir jetzt auch für die nächsten 4 Jahre vorgesehen haben, basieren auf den Dingen, die wir am 24. Mai 2013 in der Unihalle vorgestellt haben. Und wir haben damals diese Pappe hochgehalten. Das ist unser Ziel, das war unser Ziel, das ist unser Ziel, das bleibt unser Ziel. Wenn wir das erreicht haben, dann reden wir über neue Ziele. Und ich fand großartig, ich habe heute Mittag eine Mail von einer Sportagentur bekommen, und die uns schon mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass man jetzt auch in der dritten Liga bis zu 1 Million Euro an TV-Geldern bekommen kann, weil die Verträge gerade verändert worden sind. Aber dass der DSV auch in der Agenturszene inzwischen so eine Größe ist, dass die aktiv auf uns zukommen, das fand ich schon eine sehr schöne Nummer. Also die Mail habe ich mir ausgedruckt, die kommt in meine DSV-Historie. Also, unser Ziel, und das habe ich jetzt nochmal etwas anders visualisiert, wir wollen den DSV wieder in der Sportschau sehen. Diese Grafik, die Sie hier sehen, auch die verfolgt uns seit 2013, denn so haben wir damals begonnen. Wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, okay, es gibt die Erfolgsschiene, es gibt die Zeitachse, und wir haben gesagt, wir wollen nicht hier steil nach oben oder irgendwelche Wunder, sondern was wir wollen, ist eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung über die nächsten Jahre. Und wir haben auch von Anfang an, damals auch schon in der Unihalle gesagt,
dass wir voraussichtlich 3 Spielzeiten, also letzten Endes 4 Jahre brauchen werden, um die sogenannte Konsolidierungsphase abzubilden. Aber die ist jetzt um. Und deswegen war das auch der Zeitpunkt, dass wir vor einigen Monaten begonnen haben, in Workshops, in Gesprächen mit Verwaltungsrat, Vorstand, Ihrem Rat, alle, die man da sinnvollerweise mit einschaltet, dann zu überlegen, wie kann es denn weitergehen. Bevor wir jetzt den ersten Ausblick tätigen, aber noch etwas zum Status quo. Denn auch das wollen wir heute Abend nicht verschweigen. Durch Insolvenzkosten, die deutlich höher waren als geplant, durch Sicherheitskosten, die viel, viel höher waren als geplant und andere Faktoren mehr, haben sich in den letzten 4 Jahren auch ein paar Altlasten angesammelt. Und wir haben gesagt, es ist ja ganz wichtig, wenn wir jetzt durchstarten wollen, die nächste Stufe zünden, dann müssen wir sehen, dass wir diese Altlasten abtragen. Wir haben auch mit Hilfe des Oberbürgermeisters verschiedenste Gespräche geführt. Unser Vorstand ist fleißig durch die Stadt gefahren, hat sehr, sehr viele Zusagen bekommen, also auch bei den Firmen schon mal herzlichen Dank. Und mehr als die Hälfte dieser Altlasten sind bereits abgetragen. Und Lothar Stücker und sein Team, die sind natürlich sehr zuversichtlich, dass es in möglichst kurzer Zeit gelingen wird, auch die restlichen Beträge da noch einzusammeln, um dann wirklich wieder die berühmte Nulllinie zu haben. Jetzt kommen wir zum Thema Ausblick. Und Sie merken, wir drücken auf die Zeit, es soll hier möglichst schnell zu den entscheidenden Folien gehen. Wir kommen von der Konsolidierungsphase in die Etablierungsphase. Und was das im Einzelnen bedeutet und wie wir das definiert haben auf der Erfolgsschiene, kommt mit den letzten Folien, wie versprochen. Aber die Vorgehensweise möchte ich Ihnen erzählen, denn wir haben das in 3 Bereiche aufgeteilt. Die Frage, wie wollen wir uns weiterentwickeln? Und Manuel Bölzner wird als Sportdirektor gleich den sportlichen Bereich vorstellen. Was wir uns im finanziellen Bereich überlegt haben, wird Lothar Stücker erzählen. Und aus dem organisatorischen Bereich berichte ich dann nochmal ganz kurz und knapp, damit Sie eben auch wissen, mit welchen Strukturen und mit welchem Etat und mit welchem sportlichen Konzept wir in die nächsten 4 Jahre gehen wollen. Das sind die nächsten Schritte. Das waren die ersten Folien. Und jetzt gebe ich das Wort ab an Manuel Bürzler. Beim ersten Gespräch vor 1,5 Jahren, als ich mit Lothar Stücker zusammensaß, habe ich nach den Zielen vom BSV gefragt. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte wissen, wo möchte der Verein überhaupt mal wieder hin? Und der erste Satz war, wir wollen wieder in die Sportschau. Das habe ich mal für mich so mit aufgenommen, habe den Job hier angefangen und dachte, guck mal, wo der Weg hingeht und schauen mal, wo wir uns hinentwickeln. Da hatten wir eine relativ erfolgreiche Oberligasaison. Sind dann direkt aufgestiegen, haben dann eine gute Vorrunde bzw. gute erste 12, 13, 14 Spiele gemacht und auf einmal kam das Thema auf dritte Liga. Und dann wurde ich gefragt, der Trainer gefragt, habt ihr schon die Lizenz beantragt für die dritte Liga? Und wer Wuppertal kennt, weiß, dass das hier ganz, ganz schnell geht mit den Ambitionen um den Verein rum. Und irgendwann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wie kommen wir überhaupt dahin? Also man kann immer davon reden, wo man hin möchte, aber dafür brauchen wir ein klares Konzept. Und die letzten 4 Monate hat der Vorstand, der Verwaltungsrat, die sportliche Leitung sehr, sehr viel im Hintergrund gearbeitet, um einfach Fakten zu schaffen und Fakten für uns zu schaffen, wie wir dieses Ziel dritte Liga irgendwann erreichen können. Wir haben uns ein Ziel gesetzt und haben gesagt, 2020 ist realistisch, wir wollen nichts Utopisches machen, wir wollen nicht schauen, dass wir ein Ziel ausgeben, was nicht möglich ist und mit dem Kopf durch die Wand rennen, sondern wir wollen das einfach kontinuierlich weiterentwickeln. Und das Ziel ist einfach, sich Schritt für Schritt, Jahr für Jahr im Etat zu verbessern und auch sportlich zu verbessern. Und mit dem sportlichen Konzept stehen hier schon einige Dinge, auf die ich mal kurz eingehen möchte. Also aktuell ist es so, dass eigentlich das komplette Funktionsteam außer dem Trainer und mir bei uns auf Minijob-Basis arbeiten. Die Leute haben einen Riesenaufwand,
Die leisten unglaublich vieles, sind eigentlich 24 Stunden für uns erreichbar, stellen alles hinten an. Und es gibt ganz, ganz, ganz viel Arbeit noch, die wir aktuell nicht stemmen können. Das heißt, wir brauchen Manpower und wir brauchen auch Manpower um die Mannschaft rum. Was auch wieder klar ist, dass die aktuellen Leute, mit denen wir hochzufrieden sind, mit denen wollen wir auch die nächsten Schritte machen und auch da weiter kontinuierlich arbeiten. Wir müssen dahin kommen, dass wir schaffen, unseren Co-Trainer, unseren Torwarttrainer, unseren Teammanager zumindest irgendwann in Teilzeitbereichen einstellen, weil die Arbeit, die aktuell verrichtet wird, die ist so für die Leute auf der Basis einfach nicht mehr machbar. Das nächste Thema heißt Kontinuität im Team auf und neben dem Platz. Ich glaube, jeder hat gesehen, wie wir uns entwickelt haben sportlich, wie wir aus der Oberliga aufgestiegen sind, dass wir doch nochmal sehr, sehr nachgebessert haben zur Regionalliga, weil uns einfach klar war, dass es mit dem Kader aus der Oberliga für uns oder unserer Meinung nach nicht reichen wird. Ich glaube, das war auch gut so, das hat sich bestätigt. Trotzdem sagen wir, haben die Spieler, die aktuell bei uns sind, das auch verdient. Und wir wollen auch mit den Jungs den nächsten Schritt machen. Die Spieler entwickeln sich unglaublich gut. Und wir wollen schauen, dass wir einen Großteil der aktuellen Mannschaft auch für die neue Saison halten. Plus 4, 5 externe Spieler mit Qualität noch dazu holen, um dann auch da den nächsten Schritt zu machen. Ja, neben dem Platz bin ich schon drauf eingegangen. Da müssen wir uns einfach weiterentwickeln, da möchten wir neue Leute noch dazu gewinnen und so, wie gesagt, die Arbeit mehr oder weniger verteilen. Integration weiterer junger Spieler aus dem 19 und extern. Auch das haben wir diese Saison gesehen. Wir haben Spieler geholt, die schon mal beim WSV waren, mit Tristan Buschke, der mal einen Ausflug nach Leverkusen gemacht hat und jetzt zum Stammspieler bei uns geworden ist. Wir sehen es an Kevin Pitlick, der vom VfL Bochum gekommen ist, aus dem NLZ und die wir integriert haben. Wir sehen es aber auch an unseren Jungs, wie zum Beispiel Dominik Hein, der auf einem super Weg ist. Und da wollen wir einfach weitermachen. Fakt ist auch, nur mit jungen Spielern wird es nicht gehen. Aber unser Ziel ist es ganz klar, unsere Jungs weiterzuentwickeln aus unserer Jugend, plus NLZ-Spieler dazu zu holen und ja, Win-Win-Situationen aktuell zu schaffen. Das heißt, den Jungs die Möglichkeit zu geben, sich über den WSV weiterzuempfehlen und uns die Möglichkeit zu geben, wenn wir mehr Geld haben, dann die Jungs auch weiter an uns zu binden. Zusätzlich sind wir dran, dass U19-Spieler jetzt ab dem Winter immer wieder bei uns oben mittrainieren werden. Wir wollen die Jungs frühzeitig an die erste Mannschaft ranführen. Wir sind dran, U19 und U17 ähnlich auszurichten von der Philosophie her. Das heißt, dass ein ähnlicher Fußball gespielt wird wie auch in der ersten Mannschaft, dass der Übergang für die Jungs einfach einfacher wird. Kooperation mit dem Bundesligist bzw. mit dem regionalen Verein. Da wir aktuell vom Etat noch nicht so aufgestellt sind, dass wir uns ständig neue teure Spieler leisten können und auch nicht die Spieler leisten können, die im Profibereich bisher arbeiten, wie es wahrscheinlich 60-70% der anderen Vereine in der Regionalliga machen, haben wir irgendwann gesagt, welche Vereine sind bei uns in der Nähe, welche Bundesligisten, wo könnte es Sinn machen, wer hat keine zweite Mannschaft, wo könnte es Sinn machen, Spieler auszuleihen. Sie haben jetzt ein Modell gehabt mit dem Jan Holder. Den haben wir ausgeliehen aus England aktuell, wo man sehr, sehr große Gehälter sich einfach spart, aber Qualität dazu holt. Und wenn es den Jungs bei uns gefällt, dann werden die nicht nur ein halbes Jahr bleiben, sondern dann werden wir es auch schaffen, die Jungs länger an uns zu binden. Und so ist eine Kooperation angedacht, Spieler zu günstigen Kursen zu bekommen, für einen anderen Verein zwar auszubilden, aber mit uns auch die nächsten Schritte zu machen. Das gleiche zählt für den regionalen Verein. Wir sehen aktuell, wie schwer sich unsere U19 tut mit dem Sprung in die Regionalliga direkt. Das sind immer wieder richtig gute Talente dabei und die wollen wir auch fördern. Wir sagen aber auch, die Jungs, die es nicht direkt schaffen in den Kader der ersten Mannschaft, das heißt für uns nicht, dass die es nicht in 2, 3 Jahren schaffen können. Und deswegen sind wir da auf der Suche nach einem regionalen Verein, am liebsten einem Wuppertaler Verein, mit dem wir kooperieren können, um unsere U19-Spieler, um denen eine Plattform einfach zu geben, sich dort weiterzuentwickeln erstmal, wo wir aber ein Auge drauf haben und genau auch wissen, dass die Jungs gut ausgebildet werden und auch in dem Sinne ausgebildet werden, wie sie bei uns ausgebildet wurden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das hat so aktuell noch nicht gegeben und so schaffen wir auch für unsere U19-Spieler einen guten Übergang. Genauso zählt es natürlich für Spieler, die bei uns nicht zum Zug gekommen sind. Jetzt haben wir einige Spieler abgegeben. Die hätten wir den einen oder anderen sicherlich auch gern ausgeliehen. Aber auch da
waren wir noch nicht so weit, wollen wir aber hinkommen, dass das ab der neuen Saison möglich ist. Ziel Mannschaft weiterentwickeln, Aufstieg bis 2020, da fehlt jetzt noch ein Blase, genau, da ist sie. Trainerfortbildung. Nino Parland macht bei uns den sportlichen Teil, was die Jugend angeht, von 17 nach unten. Ziel ist es, mit Nino langfristig weiterzuarbeiten. Ziel ist es, über Nino weiterhin unsere Trainer auszubilden. Da macht er einen richtig guten Job schon mit Dirk Schneider zusammen. Ziel wird es aber auch sein, immer wieder unseren Cheftrainer für Vorträge in die Jugend runterzuschicken, um da einfach auch unsere Philosophie der ersten Mannschaft bzw. die Mentalität, die wir an den Tag legen, in die Jugend zu transportieren. Trainingslager ist ein ganz, ganz großes Thema aktuell bei uns. Wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, ins Trainingslager zu fliegen. Hat verschiedene Gründe gehabt. Die Türkei war für uns relativ schnell aus dem Rennen. Alles andere konnten wir uns nicht leisten. Trainerteam und Mannschaft haben derzeit katastrophale Bedingungen, liegt am Wetter. Die Minusgrade, der Schnee in Wuppertal, der will einfach gar nicht weggehen. Und letztendlich klingelt die Mannschaft von Stadt zu Stadt und fragt überall an, um auf irgendwelchen Plätzen zu trainieren, die auch kaum bespielbar sind, aber wo wir einfach sagen, wo wir wenigstens das eine oder andere an Trainingsinhalt durchbringen. Wir vermissen das Trainingslager schmerzlich, das wir jetzt nicht hingekriegt haben. Wir haben gesehen, wie gut es uns getan hat letzte Saison, und für das Konzept 2020 ist das ein ganz, ganz großer Bestandteil, jeden Winter auf jeden Fall ins Trainingslager zu kriegen, wo es dann auch immer hingeht, aber wir brauchen gute Trainingsbedingungen. Videoanalyse sind wir aktuell so aufgestellt, dass jeder Spieler von uns nach jedem Spiel seine einzelnen Szenen zugeschickt bekommt. Das heißt, er bekommt alle seine Werte, ob Zweikampfwerte, Passstatistik, bis zum Kopfballspiel, bis zu Abschlüssen, und er bekommt auch wirklich jede einzelne Szene, die er in dem Spiel gehabt hat. Das war uns wichtig, da wollen wir uns weiterentwickeln, da wollen wir uns auch mit Programmen weiter ausstatten, um auch da die nächsten Schritte zu machen. Ich glaube, das hebt uns ab von fast jedem Regionalligisten, aber das sind genau die Details, die wir halt mit unserer Arbeit wegmachen und nicht mit Geld wegmachen. Und das sind dann auch die Details, warum junge Spieler zu uns kommen, weil sie einfach wissen, dass sie über uns den nächsten Schritt machen können. Scouting-System besteht aktuell aus Steven und aus mir. Das ist natürlich relativ klein. Wir gucken uns, glaube ich, jede Woche 4 bis 5 Spiele an, sind nur unterwegs, und da müssen wir nachbessern. Wir müssen ganz klar schauen, wenn wir uns da weiterentwickeln wollen, dass wir einen externen Scout einstellen, dass wir ein Scouting-System entwickeln, so wie wir das brauchen, nicht nur für die erste Mannschaft, auch für die Jugend, Talente frühzeitig zu erkennen, frühzeitig an uns zu binden. Und nach klaren Werten und nach Philosophie, die wir als Verein, die wir als sportliche Leitung vorgeben, dann auch an uns dann auch zu verpflichten. So, das war letztendlich mein Part. Jetzt kommt Lothar gleich noch. Einen Dank für mich, von meiner Seite noch. Das, was hier geleistet worden ist, wirklich die letzten 4 Monate, das macht mich stolz. Ich hätte das nicht gedacht vor 1,5 Jahren, als ich hier angefangen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so ein Tempo gehen können. Dass das Tempo weitergegangen wird die letzten 4 Monate, und wie gesagt, mich macht stolz, mit den Leuten hier zusammenzuarbeiten, und ich hoffe, dass das so weitergeht. Vielen Dank. Ja, ich möchte Sie auch nochmal alle herzlich begrüßen, obwohl ich glaube, ich die meisten schon vorne an der Tür persönlich begrüßt habe. Ich glaube, alle, die im Jahr 2013 dabei waren, haben nicht damit gerechnet, dass wir heute schon ein Konzept 2020 vorstellen. Ich denke, es wäre auch vermessen gewesen, schon darüber nachzudenken, mal in die dritte Liga zu gehen, auch wenn wir immer gesagt haben, wir wollen den WSV in der Sportschau sehen, das ist ja nun auch unser Ziel. Warum nochmal ganz kurz dieses Konzept 2020? Sicherlich soll das unsere Strategie, unsere Zielsetzung, unsere Motivation, unsere Ambition zeigen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch den Unternehmen in Wuppertal was an die Hand geben. Wir wollen ein Konzept an die Hand geben, ein belastbares Konzept an die Hand geben, und wollen dem Unternehmen eben auch die Möglichkeit geben, in eine Strategie, in eine, ich sag mal, gegenständliche Vision zu investieren. Lassen Sie mich eine Sache mal heute abschließen. Wir haben das seinerzeit übernommen, haben unser Längsverfahren durchgezogen, und ich habe mir eigentlich heute gesagt, von jetzt an ist WSV und Insolvenz kein Begriffspaar mehr. Also ich werde das Wort Insolvenz in Zusammenhang mit WSV nicht mehr in den Mund nehmen. Heute haben wir einen Paradigmenwechsel, heute gucken wir nach vorne.
Völlig richtig, haben wir noch ein paar Altlasten, wo ich aber sagen muss, wenn ich mir die absoluten Beträge der Altlasten ansehe, steht das eigentlich in einer, ja, soweit Altlasten in einer gesunden Relation stehen können, in einer gesunden Relation zu dem, was der BSV in den letzten Jahren aufgebaut hat. Das hat viele Gründe, warum wir jetzt so optimistisch sind und auch sagen, wir können in die neue Welt BSV eigentlich ohne wesentliche Schulden einsteigen. Das ist, dass gerade in den letzten Wochen eine unwahrscheinlich positive Entwicklung im Sponsoring-Bereich stattgefunden hat. Ich möchte da ganz herzlich meinem Vorstandskollegen Horst Willig danken, der sich da unendlich einsetzt. Wir haben jetzt die Sponsorenzahl auf 100 erhöht. Das ist deutlich mehr, als noch vor einigen Monaten war. Und das ist natürlich schon eine riesige Grundlage. Jürgen Hahnke sprach gerade die kleine Ausstattung Fanshop an. In der Tat, glaube ich, sind wir da mindestens zweitligatauglich. Auch da war ein herzlichen Dank. Auch das ist eine Riesenzahl. Merchandising-Einnahmen an den PSV von über 90.000 Euro. Nochmal der Dank auch an die Rathausgalerie. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Punkt für uns. Das sind natürlich alles Kennzahlen, auf denen wir aufbauen können. Nichtsdestotrotz hat die Vergangenheit uns eben gelehrt, wir machen das nur peu à peu. Wir machen das auch im Zweifel zu Lasten einer überproportionalen sportlichen Entwicklung. Aber wir haben in den letzten Monaten gesehen in unseren Gesprächen, wir haben ein dermaßen starkes sportliches Team und einen dermaßen, das habe ich jetzt die Tage nochmal gesehen, vernetzten sportlichen Leiter. Also was da mit dem Etat an Qualität auf den Platz kommt und durch sie wie weiterentwickelt wird, das ist wirklich einzigartig. Wir werden uns, und das haben wir im Endeffekt so ein bisschen hochgerechnet, unseren Etat natürlich jetzt sukzessive erhöhen müssen. Und da sprechen wir gut von einer Viertelmillion Euro. Das heißt aber für uns, Viertelmillion Euro, und so steht es auch hier, Erhöhung in die erste Mannschaft. Und das muss man einfach mal vor dem Hintergrund sehen, dass wir momentan in der vierten Liga, wir sind zwar Drittletzter, Viertletzter vom Etat, auf jeden Fall kämpfen wir da unten mit Sieben und Sprockhövel und so weiter, die haben ähnliche Etatgrößen. Da müssen wir natürlich dran arbeiten. Und das ist im Endeffekt der Etat, den wir erhöhen müssen im sportlichen Bereich. Das heißt aber nicht, dass wir damit am Ende sind. Denn wir haben immer gesagt, wir investieren nicht nur in den Sport, wir investieren in Infrastruktur. Das ist wichtig und das ist das, was im DSV, denke ich mal, in all den Jahren gefehlt hat. Hier wurden immer wieder neue Spieler geholt, teilweise zum dritten, vierten, fünften Mal. Ich bin da auch selber noch vor 4 Jahren mit dem Namen konfrontiert worden, dachte ich, Mensch, halt, den hast du schon mindestens 2 Mal gesehen. Und das machen wir eben anders. Das machen wir völlig anders und das geht nur durch Investitionen in Infrastruktur. Jürgen Hahnke hat, und das möchte ich auch nochmal gerade hier betonen, unsere vorzügliche Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung betont. Hier wird auf Endeffekt ja uns auch die Möglichkeit gegeben, Räumlichkeiten zu schaffen. Und wir werden unseren Beitrag dazu leisten, das im Bereich Geschäftsstelle aufzubauen, im Bereich Marketing aufzubauen. Wir werden sicherlich, da wir jetzt auch an unsere Grenzen gekommen sind, ganz neue Systeme fahren. Wir werden uns also jetzt, wir sind gerade dabei, unser Marketing, Sponsoring auch so ein bisschen auszusourcen. Aber auch nicht in der Form, die es beim BSV schon mal gab, sondern in der Form, dass es ganz stark angegliedert ist an den BSV. Weil unsere, und das sage ich ganz offen, unsere Kräfte sind jetzt einfach erschöpft. Wir haben mit den Ressourcen, die wir haben, Maximales erreicht. Und wir müssen jetzt schlichtweg neue Wege gehen und die können wir auch nicht mehr alleine gehen. Da brauchen wir auch die Unterstützung von Manpower, ganz klar auch von Sponsoring, Unterstützung, Zuspruch. Jetzt haben wir das erreicht, was wir mit unseren Bordmitteln erreichen konnten. Und ich denke mal, mehr werden wir aus der jetzigen Konstellation auch nicht rausholen. Und gestatten Sie mir vielleicht einen kleinen Wermutstropfen. Wir sind davon überzeugt, das Konzept 2020 zum Erfolg zu bringen. Aber ohne Unterstützung und ohne Weiterentwicklung wird uns das nicht gelingen. Das muss man ganz klar sehen. Da muss man auch kritisch mit dem Konzept umgehen und einfach auch ganz klar sehen, wir brauchen Unterstützung von wem auch immer, von Unternehmen, der Wuppertaler Wirtschaft, Politik, Verwaltung, alle, die uns jetzt schon helfen, um den Verein nach vorne zu bekommen. Ich denke, es ist nicht vermessen, wenn ich heute einfach mal sage, wir haben eigentlich ganz prima Hausaufgaben bis heute gemacht. Ja. Das war es eigentlich von meiner Seite aus. Seien Sie versichert, weil das die letzten Tage immer mal wieder kam. Wir werden das alles nach den Vorsichtsprinzipien machen, die auch mein Berufsstand kennt. Hier wird keiner überraschen, die GZ oder irgendwas anderes, Zeitung oder Radio Wuppertal oder WDR, irgendeine Nachricht hört, der BSV ist insolvent. Dann würden wir eher zurückstecken.
sondern wir gucken wirklich vor, sich in uns nach vorne zu entwickeln. Vielen Dank. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten an diesem Teil der Technik. Immer der Versuch, die Rückkopplungen zu vermeiden. So, es geht weiter, wie angekündigt, mit dem Thema Organisation. Weil wir haben heute sehr, sehr viele Pressevertreterinnen und Vertreter hier. Denen habe ich gesagt, gegen 19.30 Uhr, und damit habe ich nur noch eine Minute, kommt hier aus meiner Sicht wichtigste Folie. Deswegen geht das jetzt ganz schnell. Wir werden, und das war das, was ich vorhin mit Spannungsbogen meinte, wir werden den Vorstand von zurzeit 2 auf 5 Personen ausbauen. Details folgen. Wir werden die Geschäftsstelle weiter aufbauen und professionalisieren, und es wird die Stelle eines kaufmännischen Geschäftsführers geschaffen. Dazu können wir noch keine Personalien verwenden, aber das ist die Struktur, wo es hingehen soll. Wir werden uns gleich schon angucken, ein Organigramm, wo die genauen Funktionen drin beschrieben sind. Dort wird es im nächsten Step entsprechende Kompetenztabellen geben, solche Dinge. Also auch da passiert eine Menge. Was ich auch großartig finde, und ich habe ihn eben extra gefragt, ob ich es hier erwähnen darf, da hinten steht der Linus Berghaus. Im Moment noch Auszubildender für ein paar Tage, aber ab 1. Februar Angestellter des Wuppertaler Sportvereins. Also unser Ex-Azubi ist jetzt die nächste Stütze unserer Geschäftsstelle, und er hat seine Prüfung mit 1 bestanden. Linus Berghaus. Ruhig mal ins Rampenlicht, weil wenn man demnächst mit der Geschäftsstelle zu tun hat, das ist das Gesicht, was da, dahinter steht. Und dann finde ich gut, wenn ich ja auch mal ins Rampenlicht komme. Und so eine Prüfung gibt es selten, insofern war der Applaus absolut berechtigt. Es gibt ein Kommunikationskonzept zur Präsentation unseres Konzeptes WSV 2020. Die erste Stufe war natürlich die Präsentation des Konzeptes im Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat hat dieses Konzept einstimmig genehmigt. Also auch das finde ich einen ganz wichtigen Schritt, dass man sieht, das ist nicht knapp zustande gekommen oder sonst was, sondern die breite Mehrheit des Verwaltungsrates trägt dieses Konzept, ist uns ganz wichtig. Und heute Abend ist der nächste Step, und wir werden eben in den nächsten Wochen und Monaten weitere Schritte folgen lassen. 1, 2 davon nennen wir gleich noch. Was Lothar Stücker schon gesagt hat, ist das Thema Professionalisierung, Vermarktung. Und deswegen gehe ich da gar nicht weiter darauf ein, weil ich kann meine fast einhalten, bis auf einige wenige Sekunden. Denn jetzt kommt erstens diese Folie. Unser Verwaltungsrat wird mit der Mitgliederversammlung im März neu gewählt. Das sind 13 Personen, 11 davon treten alle wieder an. Also ich habe ja angekündigt, das Thema Kontinuität hat bei uns ganz großen Stellenwert in der Gesamtkonzeption, und es werden alle wieder antreten, mit Ausnahme von Verena Imhoff, was wir natürlich sehr bedauern, weil sie ja wirklich vom ersten Tag an auch in der Unihalle und so damals mit dabei war. Aber sie sagt, nach vielen Jahren, viele, viele Abende, die man sich da mit dem Thema WSV und Warnhaut, irgendwann ist mal gut, kann ich auch gut verstehen. Und Jörg Jubelt hat sich entschlossen, nicht mehr anzutreten. Alle anderen 11 werden erneut kandidieren. Und wir wissen heute schon, dass es weitere Kandidatinnen und Kandidaten, Interessenten gibt. Und auch das finden wir sehr erfreulich, dass das Echo, das Interesse der Menschen an der aktiven Mitarbeit hier im Verein so groß ist. Das ist meine Lieblingsfolie, weil das, oder andersrum formuliert, der Inhalt dieser Folie, der wird gleich vor der Folie stehen. Und jetzt muss ich doch wieder hier zum Lautsprecher. Da muss ich noch einer verkleiden, weil, meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen den neuen Vorstand des Wuppertaler Sportvereins. Weiter mit dabei, Lothar Stücker. Ein herzliches Dankeschön für sensationelle Arbeit in den letzten Jahren. Wir fragen die Fotografen gleich mal, wo wir die hinrücken sollen, weil es kommen noch ein paar. Und Frau Jäger natürlich genauso, natürlich. Er hat eben schon den ersten Dank bekommen, aber den zweiten Applaus ist ganz, ganz wichtig. Horst Willig, er auch, der macht weiter.
immer in Sicht. Und das war das, was wir mit Spannungsbogen meinten. Wir haben auch überlegt, ob wir jetzt einen Trommelwirbel hier einblenden oder was auch immer. Wir verzichten darauf, wir wollen ohne großes Tamtam, sondern bergisch, solide, mit ehrlicher Arbeit hier glänzen. Und dabei wird uns ab sofort unterstützen Harald Lukas. Herzlich willkommen. Er wird sich gleich auch noch mal ein bisschen genauer vorstellen, aber er ist seit Jahrzehnten beim WSV und alle, die im Stadion präsent sind, kennen sein Gesicht. Über das Förderteam kennt man auch seinen Namen und so weiter. Insofern passt das wunderbar. Wir haben ein viertes Gesicht, das wir heute Abend hier vorstellen können. Und auch da sind wir sehr angenehm überrascht von uns selber, dass diese Idee entstanden ist. Weil das war anfangs gar nicht auf dem Zettel. Aber wir werden aus dem Sportdirektor Manuel Bölzler den Fußballvorstand Manuel Bölzler machen. Manuel, komm bitte hier ins Land. Wir haben auch schon Gespräche geführt mit einem fünften möglichen Vorstandsmitglied. Da bieten wir ein Verständnis. Dieses fünfte Mitglied wird im Sommer dazu kommen und dann werden wir die Person auch entsprechend vorstellen und präsentieren. Aber ab sofort, statt vier sind es acht Schultern, das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Wir müssen noch einen Moment rein. Jetzt wird es zwei aussehen. So. Also, aber wir haben ja gesagt, wir wollen heute möglichst viele Dinge nennen. Wir haben das Konzept WSV 2020 und ich darf mit großer Freude heute verkünden, dass der Verwaltungsrat zugestimmt hat, dass wir den Vertrag mit Manuel Bölzler bis 2020 verlängern. Herzlichen Glückwunsch. Und es gibt noch jemanden, mit dem wir den Vertrag vorzeitig gerne bis 2020 verlängern wollen, weil wir eben gemeinsam von diesem Konzept so überzeugt sind. Auch hier hat der Verwaltungsrat den Vorstand ermächtigt, die ganz konkreten Gespräche aufzunehmen. Also hier gibt es auch die klare Aussage, wir wollen die nächsten Jahre zusammenarbeiten. Deswegen kommt mit aufs Foto unser Cheftrainer Stefan Vollmer. So, jetzt müssen die Fotografen zu ihrem Recht kommen. Wenn die gleich auch nochmal irgendwo sich hinstellen sollen, wo ein bisschen mehr Licht ist oder wie auch immer, das können wir gut machen. Aber das neue Führungsteam des Wuppertaler Sportvereins zum ersten Mal auf dem Fotoverein. Und wir werden auch sehen, dass wir das möglichst schnell auf die Homepage stellen. Aber auch das spricht ja für die neue Professionalität des WSV. WSV-TV hat es mal wieder mehr oder weniger über Nacht geschafft, einen Beitrag rund um das Konzept 2020 zu entwickeln. Und das ist seitdem öffentlich, weil wir gesagt haben, parallel hierzu. Also wer sich das in Ruhe nochmal anhören möchte, WSV-TV ist auch da Garant dafür, dass das informativ weitergeht. Meine Damen und Herren, an der Stelle, wie gesagt, ich muss jetzt leider wieder ein bisschen hin und her huschen, geben wir das Mikro nochmal an die Herren weiter, dass sie vielleicht zwei Sätze nochmal ganz kurz sagen. Also, ich habe schon was zum Konzept 2020 gesagt. Nee, das ist nur ein bisschen leiser, aber wir das abschalten. Und von meiner Seite aus, wie auch ich persönlich dahinter stehe, deswegen ist es mir auch eine Ehre, auch in den verweigerten Vorstandskreis das Konzept nicht verfolgen zu dürfen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt in WSV mal wieder eine Kreuzung gestellt haben. Und wir werden die DSV auch eine weitere Kreuz bestellen. Dann würde ich Sie auch alle gerne wieder begrüßen. Ja, von meiner Seite muss ich sagen, das, was wir hier heute präsentieren, ist eigentlich eine gezielte Programmatik, wo nicht nur Themen in sich relativ ausgehauen werden, sondern der ist Inhalt drin, vor allem der Person drin,
dahinter stehen, Personen, die gut sind, Personen, die auch zielorientiert nach vorne schauen und nachführen. Wir wissen, dass wir uns weiterentwickeln müssen und genau das wollen wir, aber mit einem Ziel, wo wir sagen, wenn wir das erreichen, dann wissen wir auch, wofür wir und alle Anhänger und Sponsoren das investiert haben, was jetzt in den nächsten 30 Jahren letztlich vor uns steht. Weil wir wollen jetzt auch nicht jeden einzelnen Punkt hier durchgehen. Wichtig ist mir nur, oberstes Gremium des WSV ist die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung wählt den Verwaltungsrat, der arbeitet mit dem Ehrenrat zusammen
und letztlich der Verwaltungsrat wählt, berät und kontrolliert den Vorstand. Vier der Vorstandsmitglieder haben Sie heute schon kennengelernt. Wir haben angekündigt, im Sommer kommt ein fünftes Mitglied dazu. Und Vorstandssprecher Lothar Stücker macht weiter die Öffentlichkeitsarbeit, Finanzcontrolling, kümmert sich um Vorstandssitzungen, solche Dinge. Und Sie sehen, so sind allen einzelnen Mitgliedern einzelne Aufgaben zusortiert. Das will ich jetzt nicht einzeln durchgehen. Das sind alles Dinge, die wir in Kürze auch veröffentlichen werden, die wir bei der Mitgliederversammlung natürlich auch im Detail vorstellen. Deswegen, wir hatten gesagt, so um die 42 Minuten wollen wir brauchen. Jetzt haben wir 44, deswegen, Sie sehen, wir sind auf der Schlusskarte. Wir haben eine Folie zusammengestellt, die hat uns auch richtig Spaß gemacht, weil unser Fazit. Manuel Bölzner wird seinen Vertrag bis 2020 verlängern. Das ist weitgehend unterschrieben. Es ist vom Verwaltungsrat genehmigt, machen wir einen Haken dran.